dem Swiss Innovation Day von SHS, Swiss Hospitality Solutions. Und neben mir sitzt Reto Wilhelm. Danke, Reto, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Reto, du bist Inhaber von Raw Consulting. Für alle diejenigen, die dich nicht kennen und deinen Hintergrund nicht kennen, was müssen wir über dich und Raw Consulting wissen? Gut, Raw Consulting ist aktiv im Beratungsbereich. Natürlich verbunden mit meiner beruflichen Herkunft. Ich bin 30 Jahre im Tourismus und im Transportbereich tätig. Das sind sicher ein Schwerpunkt. Dann sind es Investmentgeschichten in Startups und es sind Verwaltungsratstätigkeiten, die ich unter dem Titel Raw Consulting mache. Super. Rachel, du hast an dem Panel teilgenommen. Corona Learnings, was haben wir aus der Krise gelernt? Was sind deine Learnings? Und eine zweite Frage würde ich schon anhängen. Was hast du gehört von deinen Kunden? Sind Learnings, die größten Learnings, die du wiedergeben kannst? Gut, also wir haben sehr viele Themen angesprochen in dem Panel und es ist ein sehr interessanter Tag. Ich denke, es ist sehr schlüssig in dem, was wir hören, aus allen Perspektiven. Meine Learnings herkommend vom Inbound-Markt, vor allem vom touristischen Bereich, sind leider ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite denke ich, dass wir nicht sehr viel gelernt haben, weil die Leute drängen es wieder in die alten Muster zurück, was auch gut ist. Auf der anderen Seite hat es, je länger diese Krise dauert, je länger diese Ungewissheit, diese Unstabilität im Verhalten, vor allem in Bezug auf Reisetätigkeiten vorherrscht, desto länger leidet das Vertrauen des Endkonsumenten. Und da wird sich wohl oder übel das Verhalten ändern, anpassen. Vielleicht weniger, weil wir das wollen, sondern mehr, weil wir es müssen. Ja. Und das ist für mich eigentlich die größte Learning aus dem, ist ein Prozess. Ich denke, Covid ist noch nicht vorbei, ist noch lange nicht vorbei. Und wir sind da im besten Fall irgendwo mittendrin. Und der Lernprozess, der wird jetzt dann massiv beschleunigt in der Industrie, in der Tourismusindustrie, weil wenn eben da eine zweite Welle kommt oder die Infektionszahlen hochgehen, wenn nicht unbedingt Lockdown oder zweiter Lockdown stattfindet, aber Lockdown-ähnliche Zustände und wenn diese Unterstützungsgelder, ob jetzt Kurzarbeit oder andere Dinge sind, wegfallen, dann wird es wirklich sehr, sehr schmerzhaft für viele Players in der Industrie. Sehe. Und du bist tätig im Investmentbereich, hast du gesagt. Das heißt, was würdest du sagen, blickend auf die Zukunft post-Covid, wird es eine andere Herangehensweise geben der Evaluierung von potenziellen Investment-Cases oder Firmen, wo du sagst, sie würden Potenzial haben, basierend auf den aktuellen Erfahrungen? Klar, also du hast natürlich Inhalte, die sich ändern, die sich jetzt mehr auf Covid-ähnliche oder Covid-spezifische Themen fokussieren. Mhm. Also wenn man den ganzen Medizin-Pharma-Bereich anschaut, wie viele Aktivitäten da jetzt beginnen oder sich in diese Richtung bewegen. Man wird natürlich bezüglich Cash anders denken, man wird bezüglich Reserven anders denken. Sogenannte Nachhaltigkeit, auch in der ersten Phase schon, dass man vorsichtiger ist und vielleicht weniger euphorisch. Man rechnet mehr mit exogenen Einwirkungen. Aber das hindert nicht. Ich meine, es ist so viel Geld rum, es ist so viel Liquidität da, das Geld will angelegt werden. Wir wissen alle, die Zinsen bleiben tief. Also kann man entweder in Aktien von etablierten Unternehmen investieren oder man investiert eben in solche Startups, wo man versucht, eben die Wirtschaft wieder auf eine andere Art anzutreiben oder anzustoßen. Und vor allem auch wieder den jüngeren Leuten, die meiner Meinung nach durch diese ganze Krise nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft überproportional mitleiden, ja, wieder eine Chance oder hoffentlich eine Perspektive. Und wenn wir zum Thema Technologie kommen generell und Digitalisierung, hast du eine veränderte Meinung oder eine intensivierte Meinung zum Thema Technologie post-Covid verglichen zu deiner Meinung noch vor der Krise? Ich denke, dass in der Reiseindustrie, die war ja immer schon
konfrontiert mit Technologie. Ja. Aber es ist gleichzeitig auch eine Branche, eine Industrie, die sich immer gewehrt hat gegen Digitalisierung, gegen Internet. Das wurde lange als Feind angeschaut. Man hat auf die ursprünglichen Automatismen basiert. Sehr viele Unternehmen haben, vor allem Veranstalter, haben ihre eigene IT-Modelle entwickelt, Software entwickelt. Ich denke, dass diese Krise zeigt, dass wir sehr viel schneller werden müssen. Und dass die Tourismusindustrie weniger auf diesen alten Modellen oder mit diesen alten Modellen überleben kann. Und dadurch wird sich der Bedarf an Erneuerung, an Technologie wird sich noch erhöhen. Und ich glaube, dass diejenigen, die sich immer noch dagegen sträuben, nicht wirklich diese Krise überleben werden. Das kann man auch als Chance auslegen. Absolut, absolut. Ich denke auch, der Kostendruck, der jetzt reinkommt in allen Industrien, aber insbesondere auch in der Reiseindustrie, alle bauen ab, Personal, und wenn es dann wieder losgeht, wenn man dann nicht technical, digital fit ist, wird man extreme Mühe haben, da mitzuhalten. Richtig. Dankeschön, Reh. Danke für deine Zeit, Reto, und ich wünsche noch einen spannenden Tag mit weiteren guten Gesprächen. Dankeschön.